Frachtwechsel. Bringen Sie die neueste Stahllieferung zu Kunden, bevor Sie eine Zugladung Holz an eine nahegelegene Papierfabrik liefern. Ich verstehe den Frachtwechsel. Also war die Scheiße, hab nach oben geguckt. Ein Stahlzug wurde verladen, vorbereitet und muss zum Verschiebebahnhof nördlich von Hagen gebracht werden. Da das jetzt abgeschlossen ist, wartet bereits ein anderer Zug auf Sie. Dieser ist voll mit Holz. Hä? Fahren also gar nicht Dings, Stahl. Aber nur Holz. Ich bin mal wert. Machen wir jetzt mal die Batterie an. Hinsetzen. Neutral. Tut sich ja nicht viel, wa? Ernsthaft. Geht auch. Beantragen Sie Zugang zum Rangierbahnhof. Fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter.
Spruch. Halten Sie kurz vor dem Zug und kuppeln Sie manuell an. Mal wieder manuell an der Kuppel. Das ist lange genug. Natürlich nicht. Falsch, rechter und wohin auch sonst. Stellen Sie den Hauptschalter auf, auslösen Sie die Zugbremse. Mal lösen Sie die Zugbremse. So. Schalten Sie die Lichter aus. Begeben Sie sich zum anderen Führerstand. Aber natürlich. Spitzensignale auf Fell, Hauptdings auf Fahren, das Ganze dann auf Voraus, Voraus, Vorwärts und Zugbremse auf volle Leistung. Dann wahrscheinlich auf 1B. Da muss. Fahren Sie los, sobald Sie bereit sind. Lösen Sie die Zugbremse und fahren Sie los, sobald Sie bereit sind. Sind wir bereit? Mhm. Ach schön, so also das Ganze ganz in den Nebel noch mit reingeht. Also ich würde mal sagen, wir sind bereit, oder? Also. Ups, lösen. War nie erfahren. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Ein Ort halten, Hagen 188. Okay. Schön.
Das heißt, bald dürfen wir auch wieder richtig Stoff geben. Das ist sehr schön. Wir wollen ja heute noch in Hagen 188 ankommen. Wo auch immer der Sound hin ist. Wir haben das doch mal. Okay. Das ist gut gemacht. Hä? Ja gut, warum nicht? Achievement Unlocked BR100 BR185 Fast Freight. Okay. Aber wo ist der Sound hin? Ist nicht mehr da, das ist schon mal fest. Vielleicht bergab. Schön, wie sie es hin und her schlängelt. So machen die Vorbeifahrten ja gar keinen Spaß mehr. Ich bin jetzt im Sound ja auch wieder, wenn wir aussteigen.
war vielleicht doch etwas abrupt gebremst, aber. Hat immerhin gepasst. Und der Sonntag, der Laufgang ist halt komplett weg. Ist ja halt nur noch von den Schienen, von den Rädern auf den Schienen da. Schade. Wenigstens haben wir hier drin noch Sound. Ich viel Lust hätte ich jetzt nicht gehabt, das Ganze nochmal neu zu machen. Das geht doch echt steil bergauf. Es geht, glaube ich, ganz nach raus zum Tal. Oh, das kommt einfach nur so vor. Stimmt. Wird hier wieder 50. Naja, gut. Sieht doch wieder leicht bergab. Oder doch ein bisschen steiler bergab.
würde ja gerne draußen an sich machen, aber das will ich jetzt doch nicht mehr. Muss noch gewöhnen. Das war jetzt nicht geplant. Sind ja auch schon fast da. Aber was fahren wir denn jetzt? Ich glaube, wir fahren immer noch Stahl, oder? Sind ja wir doch Stahl und ach, es ist verdrängt. Also so wie ich es verstanden, aber fahren wir erst Stahl und fahren dann woanders hin, um Holz abzuholen. Das macht ja allein schon zeitlich Sinn. Ist halt so wie es ist, Fahrzeuge abkuppeln, natürlich, kriegen wir hin. Kommt nichts, kommt nichts. Können wir runterspringen. Huch, die Rolle erfüllt. Einscheiben. So, was nun? Geben Sie dem weichen Wärter Bescheid, dass Sie bereit sind. Okay. Thank you.
fahren wir denn überhaupt richtig? Wir sind jetzt hier, wir würden dann dort lang fahren. Das wird passen, ja, schon wieder umsteigen. Sound. Das ist schon mal gut. War das Aussteigen und auf was gebracht. Bitte mal nur ankuppeln. Mal, ob es jetzt schon geht. Ein bisschen näher ran. Ah, die war ich weg. Fahren. Hauptschalter auf, aus. Moment, ja. So, zur Bremse lösen. Hecklichter reduziert. Vorne, warum auch immer das irgendwie. Muss ich nicht verstehen. Vorwärts. Volle Leistung, falsche Richtung. Dahin. 1B. Wenn es zu kurz war. So kann man sie lösen. Und jetzt müssen wir halten in Böhl 305. Vielleicht sollten wir noch elektrisch Spannung zu lösen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Zum zweiten Mal.
diesem Mal durch den Crash. Auch noch nicht. Vielleicht wäre er einfach nicht voll, weil sondern neutral. Hm. Abgesehen davon, dass es immer noch merkwürdig ist. Das wäre irgendwie mir das Licht so nicht anzeigen würde. Finde ich auch merkwürdig. Ganze Szenario jetzt mitzunehmen und okay, mit dem Sound jetzt. Wunderbar, genau das wollte ich sehen, bzw. hören. Ist immer schön, wenn alles reibungslos funktioniert. Also wenn es dann wieder reibungslos funktioniert, vor allem.
schön geworden. Nichts passiert. Direkt neben anderen Holz halt, ja. Zielvorgabe erfüllt. Wäre ehrlich, fahren Sie die Lokomotive herunter und steigen Sie aus, um diese Aufgabe abzuschließen. Parkbremse anlegen, Hauptschalter auf, aus. Schalten die Lichter aus. Klettern Sie runter und stellen Sie sicher, dass die Lokomotive versperrt ist. Mhm. Ah, ich verstehe. Dann gehen wir mal nach hinten und gucken, ob die Waggons auch sicher stehen. Moment mal. Hä? Oder auch nicht? Zusammen Versuchung. Sie haben dieses Szenario abgeschlossen. Level 22, hervorragend. Level 5 von der Strecke. Und Level 2, Level 3 von der BA 185.2. Nur 43 Minuten gebraucht. Gut, mit dem Dingsens jetzt ungefähr 47 geworden, mit dem davor. Aber naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video von Rhein-Sieg Nord Hagen Fittentrop wieder. Und dann machen wir eine leere Rückfahrt. Und danach wird es ein bisschen länger. Oh. Das sind alles relativ, also mittlere und schwere
Szenarien. Noch keine sehr schweren und extremen. Durch den Sturm. Mal schauen, wie die leere Rück. Die leere Rückkehr. Wie kommen wir Rückfahrt? Wird das alles im nächsten Rhein-Sieg-Nord-Video? Bis dahin, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.